Hey Leute, was geht? Tyson wieder hier für Athleticstatics und im heutigen Video geht es um das Thema drei oder vier Tipps, ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher, wie du zu deinem ersten Klimmzug kommst, beziehungsweise wie Klimmzüge für dich einfacher werden. Denn wenn ihr meine Videos guckt und meine Videos verfolgt, dann kann es sein, dass euch Klimmzüge extrem schwer fallen, weil ich normalerweise in den Videos, die ich mache, geht es nicht darum, den Klimmzug einfach zu machen, sondern ihn so zu machen, dass ihr wichtige Muskelgruppen trefft, die ihr normalerweise nicht trefft. Falls ihr das schon mal gesehen habt, ich habe so ein Video gemacht, so triffst du deinen kompletten Rücken oder so, beim Latzug, beim Klimmzug, und der Klimmzug sah wie folgt aus. Ja, und ich zeige euch mal, was dabei passiert. Also was ihr macht ist, ihr lasst euch voll aushängen, zieht sowohl die Schulterblätter nach hinten, als auch eure Arme ran. Ja, damit ihr sowohl den Latissimus voll mit drin habt, Teres Mino, Teres Major mit drin habt und die komplette Rhomboideen und den Trapez. Das dient aber dazu, euren gesamten Rücken mit dieser Übung zu treffen. Das dient nicht unbedingt dazu, die Übung für euch einfacher zu machen. Das heißt, wenn es euer Fokus ist, einfach möglichst viele Klimmzüge zu schaffen, beziehungsweise mal euren ersten Klimmzug zu schaffen, dann ist Tipp Nummer 1, benutzt die richtige Technik. Und das heißt, eine Technik, die es euch ermöglicht, mit möglichst wenig Muskelgruppen euch da hochzuziehen. Weil, sind wir mal ehrlich, um den Arm ranzuziehen, braucht ihr diese Rhomboideen-Trapez-Geschichte nicht, die Übung um einiges schwerer macht, sondern ihr könntet theoretisch auch einen Klimmzug so machen, indem eure Schulterblätter einfach lockerer bzw. neutraler und vorne bleiben. Also statt, was ich eben gezeigt habe, ich zeige es nochmal, Schulterblätter mit nach hinten ziehen, könntet ihr euch einfach nur über den Latissimus und Teres Major, Teres Minor hier nach oben ziehen und dabei die Schultern so ein bisschen runden. Was aber nicht verkehrt ist, wenn ihr viele Klimmzüge schaffen wollt oder eventuell sogar müsst, keine Ahnung, Polizeiprüfung, Bundeswehr, ich weiß nicht, ob man da sowas noch macht, aber irgendeine Sportprüfung, wo es einfach darum geht, viele Klimmzüge zu schaffen. Dann macht es nämlich keinen Sinn, alle Muskeln, die wir haben, mit reinzubringen, weil das die Übung komplizierter macht. Warum macht das die Übung denn komplizierter, wenn ich mehr Muskeln benutze? So, ihr Füchse, weil das unterschiedliche Gelenke sind. Ja, also manchmal kriege ich die Frage, macht da gar keinen Sinn? Doch, macht Sinn, weil die eine Muskelgruppe am Arm zieht und die andere, also Rhomboideen und Trapez, die ziehen ja nicht am gleichen Gelenk, sondern die ziehen am Schulterblatt. Das heißt, wir bringen quasi mehr Muskelgruppen mit rein für unterschiedliche Bewegungen. Und die eine Bewegung brauchen wir nicht unbedingt, um uns hochzuziehen für einen Klimmzug. Die brauchen wir nur, wenn wir alle Muskeln mit drin haben wollen. Also Tipp Nummer 1. Macht die Technik einfach und je nachdem, wie das Reglement ist, macht es da vielleicht sogar Sinn, statt im Überhandgriff, so wie ich es gerade gezeigt habe, also Stufe 1 wäre das Komplizierteste, wäre es, die Schulterblätter mitzuziehen, das Zweitkomplizierteste wäre es, die Schulterblätter locker zu lassen und das Drittkomplizierteste, also das Einfachste, wäre es, im Unterhandgriff zu arbeiten, weil ihr hier den Ellenbogen, also den Arm nochmal enger in der Körpermitte habt, das heißt, die Hebel werden günstiger für eure Rückenmuskeln und ihr könnt nochmal mehr über den Bizeps arbeiten. Das heißt, die einfachste Variante wäre es einfach im Unterhandgriff, euch hier hochzuziehen und dabei auch nur auf die Adduktion oder Retroversion vom Arm zu achten, also die Schulter quasi hier vorne zu lassen und nicht mit nach hinten zu nehmen, weil das braucht ihr nicht für einen Klimmzug. Tipp Nummer 2, ja, wenn ihr einen Klimmzug schaffen wollt und ihr seid einfach zu schwach, macht keine Klimmzüge. Sondern macht vernünftiges, hochvolumiges, also für euren Fortschrittsgrad angepasstes Rückentraining. Das heißt, macht viel Latziehen, macht viel Rudern und beim Latziehen vielleicht auch darauf achten, das, was ich gerade bei Tipp 1 erwähnt habe, dass ihr es spezifisch für euch macht. Das heißt, die Schulterblätter vielleicht für die Zeit nicht mit reinnehmen, ja, sondern wirklich nur an dem Ziehen arbeiten, dass eine Koordination reinkommt, dass eine Kraft reinkommt, dass eine Muskulatur reinkommt, weil also ich erkläre es immer ganz gerne am Beispiel von der Maximalkraft-Kniebeuge. Wenn ihr 250 Kniebeugen wollt, Maximalkraft, dann geht ihr nicht unbedingt hin und stellt euch immer wieder, so wie man das kennt, unter die 250 Kilo mit Bändern und lasst euch runterdingsen, arbeitet dagegen oder macht nur die Negative, lasst die unten immer wieder fallen und fangt wieder oben an. Das macht man ja oft bei Klimmzügen, ja, aber viel sinnvoller ist es, sich einfach von unten hochzuarbeiten. Und wenn das mit einem Klimmzug noch nicht geht, macht es Sinn, das erstmal an einem Latzug zu machen, an der Rudermaschine einfach wirklich mal eine Grundmuskulatur dran zu packen. Und wenn ihr kurz davor seid, ja, wirklich so einen Klimmzug zu schaffen oder ein paar Klimmzüge zu schaffen, dann macht ihr folgendes, Tipp Nummer 3. Und jetzt kommen wir zu den Bändern oder zu den Negativen. Also wenn ihr eine Grundmuskulatur habt, das würde ich nicht von Anfang an machen, sondern wenn ihr kurz davor seid, dann macht es Sinn, den Klimmzug zum Beispiel zu üben, indem ihr euch Widerstandsbänder nehmt. Die findet ihr natürlich über den Link in der Beschreibung. Und da könnt ihr natürlich, hör mal Tobi, wie viel könnt ihr sparen? 10%, wa? Über den Code TYSON10 könnt ihr auch noch 10% sparen. Und zwar, was ihr macht, ist, ihr nehmt quasi einfach euer Körpergewicht was runter und dann je nachdem, wie ihr die Technik ausführen wollt, im Unterhandgriff oder im Überhandgriff, macht ihr ganz normal eure Klimmzüge. Und versucht dabei Wiederholungen von circa 4 bis 8,
4 bis 7 zu machen, weil das eben optimal ist, um Kraft aufzubauen. Und baut das einfach in euer Training ein. Versucht davon, viele Sätze zu machen, viel Volumen zu machen, damit ihr besser werdet in dieser Übung. Wenn ihr keine Bänder habt und auch keinen Bock habt, Geld dafür auszugeben, könnt ihr Folgendes machen. Und zwar negative Klimmzüge. Das heißt, entweder ihr springt an die Stange dran oder ihr nehmt euch eine Box, wo ihr draufsteigt. Oder ihr stellt euch hin und nehmt dann die Füße weg und geht quasi in die obere Position, haltet euch. Wenn das schon anstrengend ist, erstmal nur halten und dann die Exzentrik mitnehmen. Wieder hochspringen und die Exzentrik mitnehmen. Aber wie gesagt, das ist ein Schritt, wenn ihr schon mal eine Grundmuskulatur habt und kurz davor seid, einen Klimmzug ausführen zu können. Genau, Tipp Nummer 4, nehmt ab. Je weniger ihr da hochziehen müsst, desto einfacher geht's. Und das, meine Freunde, war das Video zum Thema 3 bis 4 Tipps, wie ihr besser Klimmzüge schafft oder euren ersten Klimmzug schafft. Wenn euch das geholfen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace.